Da wären wir auch schon wieder. Jetzt auch mit Steam-Verbindungen und PvP und allem. Haben wir den Baum schon gedreht? Ja, haben wir schon. Ja, also da ist Loot, aber da jetzt hinzurollen, bin ich nicht wirklich motiviert. Ach, und hier wäre der Hut runtergesprungen, hm? Das kannst du gut haben. Von hier aus würde ich allerdings ganz gerne zu dem Pferdeboss. Der war hier nämlich irgendwo. Und was war hier noch? So bosstechnisch. Au. Alter. Ich war gerade so schön in Fahrt. Musste mich dann gleich anhauen. Au. Da läuft irgendwas gerade ganz schief. Ja, einfach schnell töten. Einfach schnell töten. Was für Ringe habe ich eigentlich an? Ach, immer noch den Lebensversicherungsring. Ja, nee, mach mal lieber den Strauchelring. Hier war irgendwo einer. Genau, du. Weg. Genau, nicht runterfallen. Ja, große Seele ist gut. Und in einer der Hütten hier war der Seelenspeer. Ich glaube, da oben. Gift. Nee. Hier nicht. Wenn ich mich recht erinnere, musste man nicht von oben reinspringen oder so? Das kann sein. Oh. Will ich gar nicht. Hier war der Schalter. Ich glaube in der Richtung. Ja, hier im Haus. Hier im Haus. Oh. Gerade noch rechtzeitig umgedreht, sonst hättest du mich gebackstabbt, du fieser Nöp. Weg, weg, weg. Steinchen. Da. Trotzdem würde ich ganz gerne nicht jetzt schon zur Brücke, sondern erstmal den Seelenspeer noch finden. Hier ist auch noch gut. Hier ist nix. Oh, zwei von denen. Komm, hack mal in den Boden rein oder so. Besser, wenn man einfach aggressiv gegen die vorgeht. Das war eh schon zu oft mein Fehler. Immer zu vorsichtig rumtänzeln und so. Haben die Gegner viel zu viel Zeit. Einfach pieks, pieks, pieks. Könntest du bitte aufhören zu funkeln? Was haben wir hier? Hier, das schaut gut aus. Oder ist das... Nee. Nee, hier drin waren wir schon. Doch, erst über der Brücke? Ich folge mal der Wand hier. Zu meiner Rechten. Das war... schnell vorbei. Okay. Funkel, funkel. Also das ist das eine Ding. Warte, was ist hiermit? Da ist was. Ja, 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 ja. Da muss man also von oben raufspringen.
Das wird der Seelenspeer sein, bin ich mir ziemlich sicher. Also einfach hier hoch. Da runter. Runter. Zack. Seelenspeer Nummer 4 oder so. Und dann kommen wir hier raus, da raus. Dahin. Gut. Jetzt über die Brücke. Und da gab es noch einen komischen Typen. Die waren recht groß. Waren zu dem Zeitpunkt garstig. Wieder. Mit ihren schwarzen Waffen. Und ich liebe meinen Stamina-Balken. Willkommen. Finstere Waffe sollte ich bei denen nicht nutzen. Die haben anscheinend selber finstere Waffen. Also wird das hier mehr Schaden machen. Weg. Eigentlich wollte ich da hinten hin. Achso, dann muss ich einmal durch das Gebiet von diesen Pfahlhockern. Und diese großen Typen in schwarzen Waffen. Die hocken nur halt immer auf Fehlen hier. Dann müsste ich da hinkommen. So vorsichtig hier. Oh. Ihr seht alle neu aus. Vorher wart ihr nicht rot. Gibt schön viele Seelen. Oh oh. Okay, das waren jetzt ein paar zu viele. Au, 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 au. Ja, nein, nein, nein. Ich. Nee, nee, nee. Meine schönen Seelen kriegt ihr nicht. Meine schönen Seelen kriegt ihr nicht. Sind immer noch hinter mir. Ich höre das Rascheln. Jetzt nicht mehr. Ihr seid. Wow. Jop. Ich glaube, ich mach mal einen davon. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Lauf! Nein! Scheiße! Lauf! Lauf, 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 lauf. Ich will noch einmal hochheilen können und mich verteidigen. Das wäre echt super. Darum, darum, darum. Die Reichweite von der Peitsche ist garstig. So, hoch, 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 hoch. So, jetzt piekst du mir einen von denen. Oh Gott. Okay, einer ist tot. Definitiv ein ganz anderer Schnack als der Rest von dem Gebiet. Roll. Degen in Gefahr. Auf. Ah, Moment mal, die waren jetzt alle rot. Das heißt, das nächste Mal respawnen die nicht. Früher sind die aber immer wieder respawned. Hm. Das macht es jetzt doch eigentlich einfacher. Weil ich kann jetzt jederzeit hier durchlaufen, ohne Probleme. Dafür waren sie aber auch ganz schön knackig jetzt eben gerade. Ist okay. So, hier war irgendwo ein Loch. Da ist Loot, aber den hole ich nicht, weil wir müssen den ganzen Weg nochmal gehen. Da ist ein Loch.
Da ist auch ein Loch. Da könnte ich einen Spieler herbeischwören. Du bist ein Spieler, oder? Du bist golden, das heißt, du gehörst zu diesem einen Eid. Ich hätte vorher mal dafür verzaubern sollen. Oh oh. Du. Du hältst viel aus, wollte ich sagen. Oh, und das Stunlock. La 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 la. Wo waren die Löcher? Da waren die Löcher. Hat er gerade einen Bogen gespannt? Nein. Okay. So. Hallo? Der Ding. Ja, der Ding. Ah. Degen ist in Gefahr. Was mache ich? Ich laufe direkt in die Gegner rein. Drehst du wieder um? Nein. Nein! Ah! Interessant. Hätte ich mehr Lebenspunkte gehabt, wäre ich jetzt sicher gewesen. Und ich habe den Ring abgenommen, ne? Das sollte ich jetzt wieder rückgängig machen. Du. Ja, und wo liegt jetzt mein Seelenhaufen? Ach ja, du tauschst den mal um zu Ring Nummer 1 von 4. Dann geh bitte kurz nochmal Schubler zurück und repariere den Degen. Weil ich würde jetzt ungern mit dem unaufgestuften Skorpionstecher mich da durchwuseln. Dazu muss ich allerdings eine Batterie aufmachen. Zwei Batterien aufmachen. Das könnte schon fast reichen. Wobei, wenn das auf plus 10 ist, kostet es auch mehr zu reparieren, oder? Ja. Don't waste. So. Reparieren den. Ja. I'll be around if you make it back. So, und jetzt gucken, wo das Seelenhaufen ist. Reisen, Jägerhain. Das war der falsche. Reisen. Wobei, ich kann einfach hier durchlaufen. Weil die sind keine 10 Schritte voneinander entfernt. Das Problem war halt nur der Baumstamm, der jetzt aber umgekippt ist. Ja, okay, ich habe hier noch ein bisschen Funkelzeug im Weg, aber das, ne? Ist alles okay. Du willst irgendwie nicht. Genau. Oh, hallo. Typ. Hallo. Ein Peaks-Duell. Na, oh, 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 oh. Und er hat gewonnen. Bye, bye. Komische Waffe. Sieht aus wie ein Stock und eine Eisenspitze und Kaugummi drumrum. Aber definitiv wehgetan. Das kann man nicht bezweifeln. Das heißt, ich muss jetzt den nächsten Ring anlegen, damit. So.
Ich reise jetzt doch zu dem anderen, weil ich jetzt nicht noch mehr Zeit vertrödeln will. Ich will zu dem Pferd. So. Hier ist jetzt kein Seelenhaufen, das ist richtig. Sollte ich töten, ja, sonst störst du mich da oben.